Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Ich bin Guppi und heute gibt es hier auf dem Kanal das erste Wissenswertes über eine Garnelenart. Und zwar ganz klassisch über die Red Fire Garnele. Und wir starten gleich los. Aber am Anfang möchte ich noch kurz was zu meinem 54 Liter Aquascape sagen, das ihr hier seht. Und deswegen kommt dieses Video auch in die Playlist zum Aquascape rein. Und zwar haben sich ein paar Sachen getan. Und zwar habe ich einmal einen neuen Stein, beziehungsweise mehrere kleine neue Steine. Die seht ihr hier und hier. Und dann überall ins Becken verteilt sind noch ein paar kleinere Steine. Und ich habe eine neue Pflanzenart. Die seht ihr zum Beispiel hier. Die nennt sich Liliaopsis brasiliensis. Warum habe ich die gekauft? Weil, auch wenn es noch nicht so aussieht, ich habe sie erst gestern eingesetzt, deswegen sind sie noch ein bisschen ineinander verzwirbelt, die Pflanze an sich, aber die entfaltet sich dann noch, weil die harmoniert sehr gut mit meinem bisherigen Bodendecker, Litorella uniflora, weil die feinen Pflanzen, wenn sie sich dann ineinander verworren haben, am Ende, wenn sie gewachsen sind, unterscheiden sich nur noch durch eine Sache und das ist ihre Hallenbeschaffenheit, weil Litorella uniflora hat runde Halme und Liliaopsis brasiliensis hat so plattgedrückte Halme, wie man das vom heimischen Rasen aus dem Garten zum Beispiel kennt. Aber das soll es auch schon gewesen sein mit dem Update. Und jetzt geht's gleich los mit dem Wissenswertes über die Red Fire Garnele. Viel Spaß dabei! Also die Red Fire Garnele wird lateinisch Neocaridina Davidi genannt. Und es ist so ziemlich, neben der Crystal Red Garnele, so ziemlich die bekannteste Garnelenart, die es überhaupt für Aquarien gibt, würde ich sagen. Und das liegt einfach daran, dass sie sehr einfach zu halten ist, auch für Einsteiger in der Aquaristik. Und warum ist das so? Das ist ganz einfach. Sie hält nämlich, was die Wasserwerte angeht, sehr, sehr viel aus. Das heißt, sie ist, was die Wasserhärte und den pH-Wert angeht, sehr tolerant. Von sehr weich bis sehr hart geht da eigentlich alles. Der optimale pH-Wert, wo dann auch die Vermehrung am besten läuft, ist so um die 7 rum. Aber da ist die Art wirklich sehr, sehr tolerant. Außerdem ist die Carbonathärte auch ziemlich egal. Die Temperaturen gehen sogar von 4 bis 32 Grad, kann man da unterscheiden. Aber natürlich sind das keine Garnelen für den Gartenteich oder so. Ich empfehle 15 bis 30 Grad in den normalen Aquarien, wo sie gehalten wird. Und ein weiterer Punkt, warum sie so beliebt ist, ist, dass sie sich sehr, sehr gut und schnell im Aquarium vermehrt. Unter fast allen Wasserbedingungen und sonst wie, da ist die Art auch wieder sehr tolerant und vermehrt sich dann auch sehr, sehr schnell. Das heißt, ihr solltet aufpassen, dass es nicht zu Überbesatz kommt, auch wenn die Garnelen das halbwegs gut selber regeln. Und ein anderes wichtiges Thema, denke ich, warum die so beliebt ist, sind ihre ganz vielen verschiedenen Zuchtformen. Das heißt, ich filme hier einmal exemplarisch für die zum Beispiel Blue Jelly Zuchtform, meine Caridina SP. Ich weiß, es ist ein bisschen gemogelt, tut mir leid, aber ich habe halt keine blaue Zuchtform von den Red Fire Star. Das heißt, hier seht ihr einmal, wie dann so eine Blue Jelly Garnele ungefähr aussehen kann. Aber es gibt da unfassbar viele Zuchtformen in verschiedenen Blautönen. Es gibt Orange oder Gelb, verschiedene Rottöne. Ich halte übrigens auch noch Red Fire Sakura. Davon werden nachher ein paar Bilder folgen. Es gibt, welche ich auch noch sehr schön finde, zum Beispiel gibt es die Really Garnelen, werden die genannt. Das heißt, der eine Teil vom Körper ist durchsichtig, der andere hat irgendeine Farbe, meistens Rot oder Orange oder Rot und Blau gemixt. Also da gibt es ein unendliches Meer an Zuchtformen. Da kann ich jetzt gar nicht alle aufzählen, so auf die Schnelle. Macht euch da mal bei Interesse im Internet schlau, was es denn so alles an Zuchtformen da gibt. Also da ist wirklich ein riesen Sortiment geboten. Und da könnt ihr euch wirklich eure Lieblingsfarben aussuchen. Das stellt da wirklich überhaupt kein Problem dar bei dieser Garnele. Deswegen ist sie auch sehr, sehr beliebt. So, aber jetzt kommen wir auch noch zu ein paar Tipps und Tricks, die man bei der Haltung sicherlich beachten sollte. Und zwar sollten diese Garnelen auch zugefüttert werden. Übrigens, es tut mir leid hier, dass die Videoqualität etwas schlechter ist, aber ich muss halt reinzoomen, weil ich denke, ihr wisst es,
Zwergarnelen sind sehr klein und verstecken sich dann auch ja, das ein oder andere Mal gerne. Aber man sollte sie zufüttern, weil das sind zwar Aufwuchsfresser und sie fressen gerne, wie die meisten Zwergarnelen, auch mal ganz gerne Algen, vor allem Fadenalgen zum Beispiel, können sie ganz gut abgrasen und machen das auch ganz gerne. Aber es reicht ihnen meistens nicht. Und deswegen solltet ihr in gewissem Maß zum Beispiel Laub zufüttern oder auch spezielles Garnelenfutter. Da ist auch wieder eine hohe Palette gegeben an Futtermöglichkeiten. Sie fressen da wirklich viel. Aber ich empfehle euch immer Laub im Becken zu haben, denn das ist auch für die Wasserqualität ganz gut. Und somit kann ich da Laub nur empfehlen als Futtermethode. Des Weiteren sollte man sich nicht wundern, dass zum Beispiel kurz nach dem Transport diese Garnelen sind gestern erst bei mir angekommen. Das heißt, ihr seht hier schon mal an der Farbgebung, dass sie für Red Fire Sakuras noch vergleichsweise eher blass sind. Und das kann euch bei allen Zwerggarnelen, aber vor allem natürlich bei den stark gefärbten Zuchtformen von Neocaridina Davidi passieren. Das liegt einfach daran, dass die Garnelen unter Stress, vor allem der dann beim Transport entsteht, wie ihr sicherlich wisst, da oder auch nach der Häutung kann euch das immer mal wieder passieren. Da sind einfach die Farbpigmente, die sind noch nicht dann ganz abgelagert unter der Haut. Das heißt, Garnelen kommen dann beim Transport sehr blass an und können dann ihre Farbe regulieren und anpassen. Aber keine Sorge, so auch wenn eure Sakuras noch ganz blass und bläulich schimmernd im Transport da erscheinen, keine Sorge, es ist keine falsche Art, die euch da geliefert wurde. Das kommt mit der Zeit noch. Und das sieht man dann auch recht schnell. Ihr könnt diese Garnelen auch sehr gut mit anderen Garnelen vergesellschaften. Ich zum Beispiel vergesellschafte sie mit Caridina SP, beziehungsweise mit einer blauen Zuchtform von Caridina SP. Und das klappt wunderbar. Ihr solltet nur, wie bei den meisten Zwerggarnelen oder eigentlich bei allen Zwerggarnelen, darauf achten, dass ihr nicht zu viele Zwerggarnelen untereinander, also zu viele Arten vergesellschaftet, weil auch wenn das friedlich abläuft, entsteht dann da teilweise doch ein recht hoher Konkurrenzdruck, was die Nahrungsaufnahme angeht. Und somit solltet ihr das lassen und möglichst nur eine Garnelenart jeder lateinischen Gattung halten, die sich auch nicht untereinander kreuzen. Das heißt, ich würde euch empfehlen, nur eine Neocaridina-Art und eine Caridina-Art zu halten. Amano-Garnelen, Caridina multidentata, ist natürlich nochmal eine andere Geschichte, weil die vermehren sich übers Salzwasser. Das heißt, als Maximum würde ich euch empfehlen, in eurem Aquarium eine Neocaridina-Art, eine Caridina-Art und dann noch Amano-Garnelen. Aber dann ist ein Garnelen-Aquarium auch ausgereizt und dann funktioniert das alles in allem sehr gut mit dem Biotop. So, ich hoffe natürlich, ich konnte euch mit diesem kleinen Guide helfen und ich denke mal, vor allem die Sache mit den Pigmenten wusste der ein oder andere Anfänger noch nicht und ich halte die für eine recht wichtige Sache. Aber natürlich gilt wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen oder Kritik habt, dann gerne in die Kommentare damit. Und wenn euch das Video gefallen hat, würden wir uns natürlich riesig über einen Daumen hoch und über ein Abo natürlich noch mehr freuen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video und bis dahin, tschüss.